Nordmazedonien. Nordmazedonien. Ist das eigentlich ein eigenes Land? Man lernt ja einiges, wenn man... Keine Ahnung. Jedenfalls guten Morgen. Wir sind jetzt an Tag 8 oder 7 von der Balkan Express Rallye und wir werden gefragt, wie genau diese Rallye eigentlich funktioniert, weil wir in den letzten YouTube-Videos immer mal so eingeblendet haben, dass es Punkte gab für verschiedene Challenges und dann war die Frage, was hat das mit den Challenges auf sich? Wird man vielleicht belohnt, wenn man als erstes durchs Ziel kommt? Und um da nicht noch mehr Verwirrung zu stiften, haben wir gesagt, wir nehmen uns einfach mal 3 Minuten Zeit, während das Auto hier vorbeifährt. Da kommt der Schafsbauer des Tages vorbei hier. Und morgen kam schon einer hier zwischen unseren Zelten. Haben wir gesagt, ihr nehmt 3 Minuten Zeit und erklären euch das ganz kurz. Zum Start der Rallye. Auto muss übrigens 20 Jahre alt sein. Deswegen haben wir den roten Bus, die rote Rakete. Die rote Rakete. Ehrenkodex ist kein GPS zu benutzen, kein Highway zu benutzen. Gibt Ausnahmen. Aber ich habe gehört von manchen Teams, dass die schon auch GPS nutzen, oder? Ja, habe ich auch gehört. Also das, es geht am Ende des Tages darum, Spaß zu haben. Beim Start gibt es ein Roadbook und das zeigen wir jetzt natürlich nicht in Fülle. Das wäre ja total doof, weil wenn ihr das mal machen solltet, dann würden wir hier alles lüften. Und das wäre nicht cool. Da drin ist die Route so geografisch grob abgesteckt und dann ist das Ganze so, dass man verschiedene Punkte sammeln kann über verschiedene Kategorien. Das fängt an, Benny, du musst mal anfangen, weil ich muss mal gucken, weil ich habe gar nicht alle drauf. Also es gibt jeden Tag eine sogenannte Road Mission. Das sind dann bestimmte markante Punkte, die man dann abfährt. Also dass man so eine grobe Route hat. Am Ende, also es gibt Road Missions, es gibt Task of the Days, das sind dann nochmal etwas kompliziertere Dinge, die man erreichen kann. Dann gibt es noch sogenannte Detour Missions, die dann nochmal ein extra Umweg sind über ganz spezielle Dinge. Und jede von diesen einzelnen Missionen gibt verschiedene Punkte, die am Ende aufaddiert werden und darum geht's. Also der Gewinner ist nicht derjenige, der als erstes im Ziel ist, sondern der am Ende am meisten Punkte hat. Heute beispielsweise, weil wir gerade in Nordmazedonien sind, müssen wir in die Hauptstadt und müssen dort so einen Berg ansteuern und müssen dort einmal hochklettern und müssen auch Beweisfotos schießen, weil in diesem Roadbook später ist dann jede Etappe, das ein Foto einzukleben und am Ende abzugeben. Und die Task of the Day ist immer irgendetwas, wo man auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen muss. Mazedonien, Heimatstadt von oder Heimatland von Alexander dem Großen. Wir müssen heute einen Mazedonier finden, der Alexander heißt, 1,80 Meter mindestens groß ist und müssen mit dem gemeinsam ein Foto machen, wo dann sein Personalausweis oder ein Ausweisdokument in der Hand hält, als Beweis, dass wir das geschafft haben. Das sind so diese typischen Road Missions und Task of the Days. Aber wie Benny schon sagt, gibt es Zusatzpunkte, wenn dein Auto besonders alt ist. Oder am Ende, wenn man in Salzburg im Ziel ist, wenn man es unterwegs besonders geschmückt hat. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir vorne eine Sonnenblume aufgeklebt haben mit Panzertape. Übrigens, nimmt immer Panzertape mit. Was haben wir noch? Es gibt noch diese Detouren, die dann halt besondere Umwege sind, die nochmal zu irgendwelchen Special Spots, sag ich mal, führen. Und dann gibt es noch eine ganze Liste von Zusatzaufgaben, die man machen kann. Also die einfach so über den ganzen Rallye verteilt sind. Das sind dann Sachen wie... hast du die da, die Liste? Ja, ich zeig die nicht, aber du könntest zum Beispiel sagen, was wir gestern gemacht haben. Gestern haben wir zum Beispiel haben wir auf der Straße eine Frau mit einem Pferd angehalten. Da muss das Pferd vors Auto gespannt werden. Davon muss man dann ein Foto machen als Beweis, das mit einblenden oder mit einkleben. Oder was haben wir hier noch? Ja. Hier Border Control, genau. Da haben wir gestern auch zwei Grenzpolizisten gefunden, die auf dem Auto unterschrieben haben. Und diese Blödsinnsaufgaben, die geben dann halt nochmal extra Bonus. Ja, so sammelt man seine Punkte, rechnet es am Ende zusammen, muss das Ganze mit Fotos dann dokumentieren. Ich habe ein bisschen vorgelesen, dass im letzten Tag, also vorletzten Tag, muss man sich irgendwo dann so einen, ich sag mal, so einen Drogeriemarkt suchen, muss dann die Fotos alle vom Smartphone ausdrucken, hier reinkleben und dann, sobald man die Ziellinie erreicht, das Roadbook einreichen und dann wird es ausgewertet und dann gibt es eine Siegerehrung am Ende. Und das Ganze, muss man wirklich sagen, wir sprechen ja viel mit den Teams, es geht darum, Spaß zu haben miteinander. Es gibt auch Offroad-Missions, also es gibt so Leute, die fahren dann mit ihren Defendern irgendwo längs, da würde unser Bus nicht mal die Straße dahin kommen. Die werden nicht extra gewertet, sondern da geht es just for fun, weil das kann ja gar nicht jeder machen. Wir schaffen diese Detouren auch gar nicht, weil dann würden wir am Tag 15 Stunden fahren. Wir sind so schon überrascht, wie viel wir fahren müssen. Das ist immer so zwischen 7 und 8 Stunden auf jeden Fall. Gestern haben wir mal ein bisschen länger gemacht. Und wenn man sich dann noch verfährt, wenn man auch nicht mit GPS navigieren kann, dann kann das schon knackig sein. Aber die... Es gibt 2 geheime Partys unterwegs. Ja, da muss man dann, also steht auch drin. Es steht übrigens auch immer in so einer Tagesmission, steht dann drin, wo man hinzufahren hat. Also es steht dann hier,
kann ich mal so zeigen, wie steht es denn drin? Was ist die Task of the Day? Hier steht so eine Beschreibung, was sieht man und wo ist der Startpunkt, wo ist der Zielpunkt? Und dann findet man das eigentlich immer irgendwie, es sind auch mal Straßennamen oder Nummern mit angegeben, damit man sich nicht komplett verfehlt. Also du hast auf das Smartphone eine App installiert, diese Find Penguins App, und dann kannst du dir eine Karte einblenden lassen, wo jedes Team ist. Dass du so ein bisschen dich orientieren kannst, okay, sind wir jetzt weiter vorne, weiter hinten. Manche Leute merken dann, dass sie einen Tag hinten sind. Ja, beim ersten Tag gemerkt, alle fuhren nach da und nur wir fuhren nach da. Wir haben erstmal geguckt, wir müssen was ändern, ja. Wir müssen das Roadbook besser lesen, haben wir festgestellt. Nee, und dann gibt es halt noch eine WhatsApp-Gruppe, wo sich die Leute austauschen. Hier, die Fähre ist gesperrt, da und da könnt ihr nicht lang, da ist ein Unfall. Solche Sachen, dass man so ein bisschen sich auf dem Laufenden hält oder sich verabredet abends dann zum Zelten. Und eine Technikgruppe, wo die Leute sich halt, wenn sie liegen bleiben. Mir ist das, also bei einem ist das Gaspedal abgebrochen. Ja, dann gibt es dann Tipps, wie ich das wieder mit Panzertape befestigen kann. Oder Was gab's noch? Mein gab's Favorit, noch einen Lader, Radlager an einen VW T4 rangemacht, um das Auto wieder flott zu machen. Also ja, hier gibt es so einen Sachen. Hardy, der hier mitfährt, der arbeitet im echten Leben auch tatsächlich beim ADAC. Ich glaube, es gibt nichts, was der nicht kann. Jedes Auto rollt am Ende irgendwie wieder. Und auch mit wirklich Künsten par excellence. Es gibt noch an den Tagen, an denen die Partys stattfinden, darf man Autobahn benutzen, damit sichergestellt ist, dass alle rechtzeitig da sind. Und man kann auch 5 Highway-Joker quasi ziehen, die dann aber Punktabzug bedeuten. Das heißt, wer wirklich Gas geben möchte und wirklich gewinnen will, ist jeden Tag hardcore auf der Strecke unterwegs, muss viel, viel navigieren und muss richtig aus seine Komfortzone verlassen und Dinge machen. Hier sind Sachen drin, wo wir ganz schön geschmunzelt haben. Die willst du nicht machen. Die willst du nicht machen, wir machen sie trotzdem. Achso, hier ist noch eine kleine private Nachricht an Nenad. Diesen wunderbaren Campingplatz, wo die Schafe heute Morgen hier um unser Zelt rumgezogen sind und 5 Hunde plötzlich dachten, wir wären deren Futter, haben wir dir zu verdanken, weil du uns den falschen Standort geschickt hast, wo dein Vater wohnt. Und wir haben heute Morgen echt so ein bisschen an dir gezweifelt, ob du nicht weißt. Du weißt noch nicht mal, wo seine Familie herkommt. Seine Familie wohnt. Nein, aber wir haben trotzdem gut geschlafen. Ja, wir haben wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Ein bisschen schief. Ja. Wir wussten auch nicht genau, wo wir schlafen sollten. Und ich bin mehrfach aufgewacht, weil ich dachte, es kommt jemand und klaut uns unsere Sachen. In Nordmazedonien, in der Steppe. In der Steppe. Nee, aber jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wir müssen eine Rallye gewinnen.